zu unserer nächsten Folge von Fight Science, Martial Arts in die Physik gezogen. Heute betrachten wir das Thema Meile- und Ausweichbewegungen. Was sind die limitierenden Faktoren? Warum können wir nicht unendlich schnell ausweichen? Und welche Meilebewegungen sind schneller als andere? Viel Spaß! So, also der Einfachheit halber kategorisieren wir die Meilebewegungen in zwei verschiedene Arten. Meilebewegung Nummer 1 sind Meilebewegungen, die sich zur Seite rausbewegen. Das heißt, ich verlasse nur die Angriffslinie und bei der zweiten Kategorie tauchen wir nach unten ab. Das ist die Kategorie, wo wir direkt runtergehen oder auch wo wir tauchen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Kategorien. Warum? Wenn wir nach unten abtauchen, haben wir nur eine einzige Kraft, die uns nach unten zieht. Und das ist die Gravitation. Die Gravitationskraft ist allerdings eine Konstante, die ändert sich nicht. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der wir nach unten kommen, ist rein physikalisch begrenzt. Wir können nicht unendlich schnell nach unten abtauchen. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen jetzt mal berechnen, wenn ich meinen Kopf 20 cm fallen lassen möchte, wie lange brauche ich, bis mein Kopf 20 cm tiefer ist. Und dazu schauen wir uns einfach an, wir wollen die Fallhöhe nehmen von 20 cm. Das berechnen wir mit unserer Formel, die Fallhöhe und 1/2 mal die Erdbeschleunigung auf der anderen Seite. Und das Ganze mal die Zeit zum Quadrat. Und wenn wir das auflösen nach der Zeit, bekommen wir eine Zeit von ungefähr 0,2 Sekunden. Das heißt, damit mein Kopf 20 cm tiefer fallen kann, brauche ich 0,2 Sekunden. Schauen wir uns einen trocken und ansatzlos geschlagenen Schlag an, dann braucht er auch ungefähr 0,15 bis 0,2 Sekunden. Das heißt, dieser Schlag ist schneller als meine Möglichkeit, nach unten auszuweichen. Das heißt, warum funktionieren diese Meilebewegungen trotzdem im Kampf, obwohl sie langsamer sind als der Schlag? Und wie kann ich die Gravitation umgehen und trotzdem schneller meilen als 0,2 Sekunden? So, die Auflösung ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Im ersten Moment hört sich das an wie boom, wie soll das überhaupt gehen? Aber das Geheimnis liegt darin, ich muss ja nur meinen Schwerpunkt fallen lassen. Die Gravitation zieht an meinen Schwerpunkt. Zwar existiert nicht wirklich physikalisch ein Schwerpunkt, wir können damit aber wunderbar berechnen, wie wir uns wirklich verhalten, wie sich unser Körper wirklich bewegt. Und jetzt berechnen wir, wie viel fällt mein Schwerpunkt denn wirklich ab, wenn ich meinen Kopf nach unten nehme. Es ist nämlich nicht so, dass die Gravitation der einzige Faktor ist, der mich runterzieht. Dadurch, dass meine Beine nahezu stehen bleiben, meine Hüfte sich nur ganz minimal bewegt und viel aus dem Oberkörper und dem Kopf kommt, hat mein Oberkörper ja noch die Möglichkeit, sich an den Beinen nach unten zu ziehen. Das heißt, die Beine können zusätzlich angezogen werden. Und dadurch fällt mein Schwerpunkt deutlich tiefer ab. Ich sacke nämlich nicht 20 cm in ein Loch rein, sondern ich bleibe genau hier auf dem Boden stehen. Und nur der obere Teil meines Kopfes bewegt sich vollständig, die Mitte teilweise und die Beine fast gar nicht nach unten. Wenn ich also jetzt hier abtauche und gehe nach unten, dann bewegt sich der Schwerpunkt. Wir haben das mal grob für euch überschlagen. Wer wissen möchte, wie genau wir das gemacht haben, meldet euch einfach bei mir. Dann geht der Schwerpunkt nur in etwa 7 cm nach unten, obwohl mein Kopf 20 cm nach unten geht. Und wenn wir das jetzt wieder ausrechnen hier unten, dann kommen wir auf eine Zeit, die wir benötigen, von etwas mehr als 0,1 Sekunde. Das heißt, wir haben die Zeit schon fast halbiert, die wir jetzt für eine Meilebewegung brauchen. So, aber das große Geheimnis ist also nicht, dass wir jetzt nur diese Zeit halbieren, weil es kommt ja, wenn der Schlag nur 0,2 Sekunden braucht bis zu mir, noch meine Reaktionszeit drauf. Und die Reaktionszeit eines Menschen, mit der wir visuell reagieren, die liegt auch schon ungefähr bei 0,2 Sekunden. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Schlag erkannt habe, sitzt er ja schon. Dann ist es ja schon zu spät zu meiden. Wie es trotzdem funktioniert, das ist einfach Erfahrung. Ihr erkennt im Laufe der Zeit, wenn ihr Bewegungsmuster beobachtet, schon bevor der Gegner den Schlag beginnt, wo entsteht gerade die Energie, welche Möglichkeit hat der Gegner jetzt hart zu schlagen, und die Meilebewegung beginnt ungefähr zur selben Zeit, wie auch der Schlag beginnt, da die Struktur sich schon verändert hat und ich das erkennen kann.
Und dann habe ich die 0,2 Sekunden, die der Schlag braucht. Und ich starte zur selben Zeit meine Bewegung mit 0,1 Sekunde und ich kann unter den Schlag tauchen. Und das ist das große Geheimnis, wie wir einen Schlag meiden können. So, und jetzt betrachten wir die erste Kategorie der Meidebewegungen, seitliche Meidebewegungen, wo wir nur die Angriffslinie verlassen, wir aber den Schwerpunkt fast nicht absetzen. Vielleicht nur wenige Millimeter oder einen Zentimeter oder sowas, aber wir bewegen uns jetzt in erster Linie hier seitlich aus. Wenn ihr die Hüfte seht, es ist nur die Hüfte, die sich hier verschiebt und damit kann ich meine Bewegung begehen, ohne einen Höhenunterschied anzustreben. Und deswegen sind diese Meidebewegungen in der Regel schneller, weil die sind nur durch meine Muskelkraft begrenzt und nicht durch die Geschwindigkeit oder durch die Gravitation. Ihr müsst aber auch bedenken, ihr bekommt bei der anderen Übung einen Teil eurer Muskelkraft plus die Gravitation. Hier habt ihr ausschließlich eure Muskelkraft. Das heißt, für einen Ungeübten ist die Bewegung nach unten erstmal die schnellere. Und erst wenn man schön locker ist im Oberkörper, diese Weichheit hat und die Bewegung direkt einbringen kann, kann die seitliche Meidebewegung schneller werden. Es lohnt sich also in jedem Fall für euch beide zu trainieren und zu schauen, wie ihr im Kampfgeschehen euer Timing verbessern könnt, damit ihr rechtzeitig zur Seite raus oder nach unten rauskommt und den Gegner ins Leere laufen lasst. Das war's mit der heutigen Folge von Fight Science. Viel Spaß beim Austrainieren. Aus!